Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Leute, ich habe mich wieder auf die Suche gemacht und meine 10 Favorite Pieces der Woche rausgesucht. Sind sehr, sehr nice Pieces dabei, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Vergesst auf jeden Fall jetzt nicht schon mal ein Abo dazulassen und ein Like und dann fangen wir an mit den Pieces. So Leute, das erste Piece habe ich gefunden auf der Seite von Amir Paris und zwar ist das von der neuen Kollektion, jetzt Fall- und Winterkollektion und zwar ein T-Shirt, ein Oversize-T-Shirt, hat einen sehr, sehr coolen Colorway, dieses beige-braun, gefällt mir wirklich gut, hat auf der Brust so ein A mit Herz gestickt und Fitting und Material etc. sieht sehr nice aus. Hinten im Nacken hat das noch dieses Ami. Ich habe einen Hoodie schon etwas länger und ich kann euch sagen, die Sachen von Ami Paris sind auf jeden Fall sehr, sehr nice und sehr gut geschnitten. Dementsprechend qualitätstechnisch auf jeden Fall cool. Checkt das auf jeden Fall ab, das ist auf jeden Fall mein Piece Nummer 1. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und das Piece Nummer 2 habe ich gefunden bei Sanro Paris. Und das ist eine Jacke, wo ich sagen muss, ich habe mich schon ein bisschen in diese Jacke verliebt. Es ist eine wirklich coole Übergangsjacke jetzt Richtung Herbst. Hat eine sehr, sehr schöne Farbe, also wirklich so in einem beige-braun. Vom Schnitt her auf jeden Fall so eine Art Workwear-Jacket. Ist natürlich nicht ganz so günstig, aber bei Sanro Paris sind die Jacken nie wirklich günstig. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr euch dafür entscheidet, sowas zu kaufen, habt ihr auf jeden Fall länger was davon. Und das ist auf jeden Fall mein Piece Nummer 2. Kommen wir zum Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 habe ich zufällig auf Essence gesehen und zwar ist es ein Restock von Fear of God Essentials. Ich weiß, dass die Sachen immer extrem schnell ausverkauft sind. Ich habe mir zum Beispiel gerade noch den schwarzen Hoodie bestellt. Ich habe auch noch eine kleine Info auf Instagram rausgehauen, weil ich das gerade gesehen habe und die Sachen immer relativ schnell weg sind. Checkt auf jeden Fall auch meinen Instagram-Kanal, da gibt es immer so ein bisschen Modetipps, das sind so Sachen, die mir gut gefallen. Ich habe die Tage war ich auch unterwegs in einem ziemlich coolen Outlet, aber dafür die nächsten Tage auf jeden Fall mehr und wie gesagt, Fear of God Essentials, gerade aktuell bei Essence. Falls ihr aber zu spät sein solltet, habe ich gesehen, gibt es eine sehr, sehr coole Alternative und zwar, die kommt jetzt bei H&M raus. Am 3. September, ähnlich, ich würde sagen, das wirkt schon sehr daran inspiriert und ich finde die Farben und ich sage mal die Schnitte sehr, sehr nice. Hier haben wir so eine braune Kombo, dann so eine hellbraune Kombo, eine creme-weiße Kombo und eine schwarze Kombo. Preislich wirklich super, super, super attraktiv. Ich denke, die Fits werden auch ähnlich sein an Fear of God Essentials. Wobei ich sagen muss, die Farben hier gefallen mir sogar noch besser als die aktuellen Essentials-Kollektion, die mir nicht wirklich gut gefallen hat. Da gibt es jetzt so schon sehr plakativ etc. Die Hosen sind zwar immer das Gleiche, aber der Rest, muss ich sagen, hat mir nicht so extrem gut gefallen. Deswegen habe ich da auch größtenteils die Sachen ausgelassen, weil ich das nicht so mag, wenn das so riesig gebrandet vorne drauf ist. Ich habe mich jetzt für den schwarzen Hoodie zum Beispiel hier entschieden, weil das relativ noch neutral ist. Aber naja, wie gesagt, checkt H&M ab. 3. September kommt diese Kollektion raus. Ist auch keine Werbung an der Stelle. Ich habe es einfach zufällig gesehen und ich finde die Sachen sehr nice. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Und wie gesagt, preislich mega. So, und dann kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich gefunden bei Gant. Und zwar eine sehr, sehr coole Hose. Ich finde den Fit, der hat auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles, gefällt mir extrem gut und das Coole daran ist, es gibt ihn 4 Colorways, in so einem Blau, in so einem Cremefarben und dann noch in Weiß, wobei ich sagen muss, Weiß wäre jetzt wahrscheinlich nicht so ganz meins, aber in diesem Khaki, Blau und den Cremefarben finde ich die Hose mega, mega nice, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Vom Fit her kann man extrem cool stylen, zu verschiedenen, hat einen relativ straighten Fit, bisschen weiter geschnitten und wirklich sehr, 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 sehr cool. Dementsprechend, falls ihr so eine Hose sucht, checkt auf jeden Fall Gant ab, da gibt es gerade diese Hose und dementsprechend auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece ist meine Cap. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, ob es jetzt auf Instagram ist, in meinem Livestream auf Twitch, den ihr gerne auch abchecken könnt. Ich streame fast jeden Tag auf Twitch, allerdings nur Gaming, das hat nichts mit Mode zu tun, aber falls ihr Bock habt, ein bisschen zu zocken zusammen, ich zocke auch mit Leuten zusammen, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und da werde ich immer wieder gefragt, hey Sandro, wo hast du denn die Cap her? Und ich habe eine Cap von 47. Das sieht man hier an der Seite, gut, und diese Caps sind immer relativ schnell ausverkauft. Jetzt habe ich aber gesehen, zufälligerweise, auch wirklich nur zufälligerweise, dass Zalando 47 aufgestockt hat. Also die haben die jetzt mit reingenommen, ist eigentlich eine amerikanische Brand und ihr habt hier in allen möglichen Farben und Kombos meine Cap zur Verfügung. Also wirklich, ist ein Zufall wahrscheinlich, hat jetzt nichts irgendwie mit mir zu tun oder sonstiges. Und checkt das ab, da kriegt ihr die Caps
und dementsprechend wirklich in allen Farben, Varianten, ob es jetzt LA oder andere Logos sind etc. Ich kann euch sagen, mir gefallen die vom Fit her 10.000 Mal besser als New Era oder sonstige Marken, wirklich 47, meine aktuelle Lieblingscap. Und dementsprechend, ich habe die in Blau und in Schwarz und die gibt es hier gerade aktuell auch. Wie gesagt, das hier ist zum Beispiel meine Cap. Das ist wirklich 1:1 meine Cap. Und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Für fast 20 Euro habt ihr auf jeden Fall ein cooles Piece. So, kommen wir zum nächsten Piece. Beim nächsten Piece gehen wir schon Richtung Schuhe. Bei Schuhe habe ich gesehen, jetzt kommen ein paar Schuhe auf jeden Fall, dass es einen sehr coolen Colorway gerade von einem Vans gibt, und zwar bei Snipes. Ich finde diese Wildleder-Varianten sowieso immer sehr, sehr nice und dementsprechend hat mir diese hellgraue Variante sehr gut gefallen. Gibt es allerdings nicht mehr in diesen riesig großen Größen und dementsprechend, ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Falls ihr das zum Beispiel bei Snipes nicht in eurer Größe gibt, gibt es das auf jeden Fall bei Vans selber in eurer Größe. Und dementsprechend ist auch hier ein Frauenschuh, aber generell werdet ihr den Schuh zum Beispiel auch bei Vans noch als Männerschuh finden. Und dementsprechend fand ich den sehr cool. Für 90 Euro ist natürlich für einen Vans schon ein bisschen höher preislich, aber ich fand den sehr cool und dementsprechend habe ich auch den mit reingenommen. Kommen wir zum nächsten Schuh, und den nächsten Schuh habe ich bei Soulbox gesehen, was zur Vans, zur Snipes Familie gehört, und zwar ein Jordan 1 in Low, ein sehr, sehr cooler Colorway, der hat vorne hier so ein bisschen, ja, ich würde so sagen, fast Wildleder-Variante mit dran, so eine Suit-Variante, und sehr coole Farbkombo, einfach gehalten, weiß, schwarz, kann man nie was mit verkehrt machen, und ich fand den sehr nice, dementsprechend habe ich den mit reingenommen. Den kriegt ihr mit Sicherheit auch noch auf anderen Seiten, aber ich habe ihn jetzt hier bei Soulbox gesehen und dementsprechend, ja, auf jeden Fall, falls jemand sowas sucht, dicke, dicke Empfehlung. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Beim letzten Piece habe ich nochmal einen Anzug mit reingenommen, allerdings kein normaler Anzug, sondern so ein Leinenanzug, aber den gibt es gerade aktuell bei Kohl's. Und er hat einen relativ locker geschnittenen Fit, wirklich sehr cool, muss ich sagen. Kann man ab und zu mal tragen, wirklich nicht allzu schick gehalten, sondern eher mal so in diese lockere Richtung. Und da gibt es eine Hosen-Jacken-Kombo für einen, finde ich, einen akzeptablen Preis. Die Hose kostet 89 Euro und der Blazer kostet 175 Euro. Ich würde das schon eure normale Größe nehmen, also bei mir wäre das jetzt 48. Und dementsprechend denke ich, wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Kombo sein. Und ja, dementsprechend ist das letzte Piece. So, Freunde, und das war es auf jeden Fall wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich finde, sind sehr, sehr coole Sachen dabei. Dementsprechend, falls ihr Interesse daran habt, alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wie gesagt, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazu zu lassen und auch über ein Like würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.